Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, 13403 Berlin, 2015, 26. Januar. An Redaktion. Sehr geehrter Herr Chefredakteur. Vielen Dank für den Hinweis auf das Säuseln nach 1. Könige 19 in der 4. Nummer, Jahrgang 67. Mir war dieses Säuseln nur noch dunkel in Erinnerung aus meiner Kinderschule bei den 7. Tags-Adventisten. Aber natürlich, Sturm, Erdbeben, Feuer und dann endlich der Herr, wie am Tag der Vereinigung vor Gericht, wenn das letzte Stündlein schlägt. Anliegend finden Sie bitte die Dalldorfer Zitatensammlung in der Beta-2-Version. Die Beta-3-Version ist in Arbeit, eine etwas mühevolle Arbeit hier in der Versenkung des totalitären Psychoknastes. Computer sind selbstverständlich der Strafvollstreckungsordnung, Strafvollzugsordnung widersprechend verboten, weil vor 15 Jahren hat einmal ein Patient Geld gedruckt und abscheulicher Art und Weise an seine neuroleptisierten und somit allesgläubigen Kameraden verkauft. In etwa 1000 Jahren könnte es dann eine Aleph-Null-Version geben. Mit anderen Worten, der Brückenschlag zwischen den Religionen wird nie vollständig gelingen. Da sind sich Bibel und Koran einig. Dieses Pontifikat hat Ewigkeitswert. Weiterhin gestatten Sie mir bitte einen Kommentar zu den anstößigen Texten Nummer 3738 abzugeben. Also ich finde diesen Text in keiner Weise anstößig. Im Gegenteil, absolut klar und wahr. Vielleicht liegt das daran, dass ich der Rattenfängerstadt Hameln entstamme, die ihre wirtschaftliche Bedeutung ursprünglich den Stromschnellen in der Weser verdankt. Einerseits konnte dort Energie für den Betrieb der Mühlen gewonnen werden, in Klammern noch heute ziert ein Mühlstein das Wappen der Stadt Hameln. Verzeihung. Andererseits waren die Weserschiffer gezwungen, auf Höhe von Hameln umzustapeln und die Schiffe leer über die Stromschnellen schleppen zu lassen. Selbstverständlich für teuer Geld. Der Name Wendenstraße zeigt noch heute von der Laufbahn der Tiere, welche die Winden betrieben, an denen die Schiffe geschleppt wurden. Insbesondere das Kloster Corvey an der Oberweser wird für einigen Verkehr, zum Beispiel nach der hanseatischen Schwesterstadt Bremen, gesorgt haben. Aber da fragen Sie besser den Herrn G. für detailliertere Informationen. Mein Kommentar zum Nadelöhr ist ein wenig streng ausgefallen. Ich hatte schlechte Laune die Nacht, gerade recht für einen hin und wieder grantigen Priester, der Luft ablassen muss, wenn die Schäfchen mal wieder nicht zurecht wollen. Es spiegelt sich aber auch die noch frische Erfahrung mit dem Koran wieder. Man weiß tatsächlich nicht so recht, wer gemeint ist. In der Interpretation der vieldeutigen Pronomen spiegelt sich dann das Herz des Rezipienten. Circa 1,6 bis 2 Millionen Menschen sind zwischen 1965 und 2005 in der deutschen Psychiatrie ums Leben gekommen. Seitdem erhebt das Statistische Bundesamt keine Daten mehr. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt für einen Mann 52 Jahre. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann.